Nach dem Bezirksrat Joachim Lipschütz spricht Berlins gewählter, aber von den Sowjets nicht bestätigter Oberbürgermeister Ernst Reuter. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. In Niedersachsen ist Zuversicht gefragt. Für die SPD-Anhänger hier ist klar, Stefan Weil bleibt an der Macht. In Cuxhaven tritt Martin Schulz zunächst allein vor die Menge. Sein höchst eigenes Bad im niedersächsischen Optimismus. Das kann er gut gebrauchen für das, was in nächster Zeit kommt. Wir haben eine staatspolitische Verantwortung, jawohl. Eine starke Opposition gegen die Regierung ist eine staatspolitische Verantwortung, die wir annehmen wollen. Von Opposition in Niedersachsen will der Ministerpräsident nichts wissen. Auftritt Stefan Weil. Seine Botschaft, Bundestagswahl abhaken. Gestern war gestern. Nach vorne schauen. Jetzt, liebe Freundinnen und liebe Freunde, geht es um uns in Niedersachsen und nur um uns in Niedersachsen. Weil greift den politischen Gegner an. Der Übertritt der grünen Elke Twesten zur CDU verstoße gegen demokratische Grundsätze. Über Mehrheiten dürften ausschließlich die Wähler bestimmen. Ich will reden über die niedersächsische CDU. Wenn eine große demokratische Partei in Niedersachsen derart fahrlässig mit einer Grundregel in unserer Demokratie umgeht, obwohl wir doch sowieso in 3 Monaten neu gewählt hätten, dann verdient sie meines Erachtens nur eins, nämlich die Quittung. 5 Jahre Opposition, 5 weitere Jahre Opposition im niedersächsischen Landtag. Weils erklärtes Ziel, die SPD zur stärksten Kraft im Landtag machen und mit der Koalition aus Rot und Grün weiterregieren. Ob sich diese Zuversicht am Ende auszahlt, auch darüber bestimmen am 15. Oktober ausschließlich die Wähler. Politik ist kein Sprint. Politik ist ein Langstreckenlauf. Manchmal hat man Rückenwind und oft muss man richtig dafür kämpfen, dass man ans Ziel kommt. Als Kind hat meine Mutter immer zu mir gesagt, gib dein Bestes. Heute gebe ich mein Bestes. Als Ehemann, als Vater und als Ministerpräsident von Niedersachsen. Niedersachsen, das ist meine Heimat. Die Heimat von 8 Millionen Menschen. Junge Menschen, die eine gute Ausbildung brauchen. Menschen, die Tag für Tag hart arbeiten. Und die Älteren, die wir unterstützen müssen. Niedersachsen ist gut vorangekommen. Aber ich weiß, es ist nicht alles perfekt. Deswegen will ich dafür kämpfen, dass es besser wird. Und mein Bestes geben. Als Ministerpräsident von Niedersachsen.